ein neuer Tag im Zoo Berlin beginnt. Auf die Besucher warten viele Überraschungen, wenn sie durch das Elefantentor den Zoo betreten. Aber nicht nur auf die Besucher, auch auf Anchali. Tierpfleger Rolf Becker bereitet eine Überraschung für sie vor. Dazu braucht es nicht viel. Eine große Papiertüte, Kartoffeln und noch etwas Süßes. Ein bisschen Abwechslung. Das wird schön klimpert. Und dann hoffen, dass die Kleine rangeht und damit ein bisschen spielt. Und am Schluss auch die Sachen frisst. Den Sack musst du nicht unbedingt fressen. Dann noch ein paar Pellets rein. Äpfel haben wir auch noch, können wir auch noch reinmachen. Schneiden wir mal ein bisschen kleiner, damit der Rascheleffekt größer ist. Was raschelt, ist nämlich interessant. Man muss sich halt immer mal ein bisschen was Neues einfallen lassen, damit es immer ein bisschen Abwechslung ist. Das wird sonst auch für die Tiere langweilig. Erwartungsvoll sieht Anchali dem Pfleger entgegen. Anchali! Anchali! Komm, Anchali! Komm mit hier, komm! Komm, Anchali! Komm mit hier! Genauso erwartungsvoll die Besucher. Ja! Aber Anchalis Spaß an der Tüte ist kurz. Ist ja nur Papier, also da passiert jetzt nichts, wenn sie das Papier frisst. Und wir achten auch darauf, dass eben kein Plastik in dem Sack drin ist. Wir haben auch Futtersäcke, die mit Plastik ausgelegt sind. Das sind reine Papiersäcke, da ist kein Aufdruck drauf, gar nichts, da kann nichts passieren. Jetzt muss die Paar das alles fressen. Paar, Mensch, du musst den Inhalt rausholen, nicht die Tüte fressen. Mutter Pangpa fackelt nicht lang und reißt sich den Papiersack einfach unter den Nagel. Tja, ich hab's dir geben wollen, du wolltest ja nicht, du bist ja dusselig, du hast ja Angst vor einer Tüte. Geh da, zu deiner Mama. Vielleicht gibt sie dir was ab. Guck mal, da fällt alles raus. Schnell. Aber Pa gibt nichts ab. Beim Futter hört die Mutter lieber auf. Bist doof, geh fressen. Dann holen wir die Bananenblätter raus. Wird sie hier denn dann nehmen wir weiter? Genau, wir nehmen da ein paar runter. Oh. Tja, Anchali, ich hab's gut gemeint mit dir. Vielleicht hat Anchali bei den Bananenblättern mehr Erfolg. Weg, Mary. Pa, Nase weg. So, hier mal los mit deinen Blättern. Pa. Pa, hier mit. Du willst, denkst, da kommt was, wa? So. Ich weiß auch nicht, wie so ein Bananenblatt schmeckt, aber es scheint lecker zu sein. Kannst hier Faxen machen. Aber lass mich aus dem Spiel. Die Pfleger haben noch mehr auf Lager. Die Stämme vom Bananenbaum. Wir hätten jetzt gedacht, dass sie da kurz mitspielen, aber dass sie so begeistert abgehen, das hätten wir jetzt nicht gedacht. Eine gelungene Überraschung für Anchali. Rückwärts und vorwärts. Fußball mit dem Bananenstamm. Im Tierpark Berlin ist die Qiang-Herde heute Morgen um ein hübsches Qiang-Fohlen reicher geworden. In diesem Jahr bereits das vierte Neugeborene der stattlichen Herde. Während der Rest das warme Sonnenlicht genießt, hat das Neugeborene gleich einen Termin beim Tierarzt. Guck mal, man erkennt schon gut, wer das Neugeborene ist. Weil die anderen alten Fohlen, das heißt alt, die sind gerade mal, das älteste ist eine Woche alt. Wir müssen das jetzt hinter Ulla verkriechen. Ulla kennst du gut, weil die Mähne, die ist etwas kürzer. Die anderen Kiangs dürfen ruhig nach hinten, aber sie nicht.
Revier-Tierpfleger René Walter und der Lehrling Marcel schützen sich mit Stangen vor dem Ausschlagen der sonst sehr scheuen Stute Ulla. Und du dürfst nicht in den Schlachtbereich kommen, ne? Deswegen habe ich hier die Bambusstange. Weiter, Ulla, komm, weiter, komm. Ulla, weiter, komm. Ulla wird durch die Schlaggeräusche mit der Bambusstange behutsam von René Walter gelenkt und mit dem Fohlen von der Herde abgetrennt. Hey, muss schon aufstehen, das stimmt. Die haben in den ersten 24 Stunden haben die keine Angst, die Fohlen. Das ist mal unsere Chance. Denn sonst würden sie mit der Mutter an mich wegrennen. So, weiter. Weiter. Ja, komm, gib's mal auf, komm. So schön. So schön. Und hinein, hinein. Komm, komm, weiter. Komm, weiter, komm. Komm, weiter. Weiter. Ich denke, jetzt haben wir fast gewonnen. Jetzt müssen wir eine Tür zukriegen. Gut, weitergehen. Nach hinten gehen. Müssen wir Tierarzt anrufen. Und dann haben wir da Möglichkeiten, das zu trennen. Tierarzt Dr. Andreas Pauli ist schon da. Alle Einhufer, alle im Tierpark bekommen am ersten Tag sogenanntes Fohlenlähmemischserum, weil die Kleinen häufiger mal über den Nabel eine Infektion bekommen. Und deshalb kriegen sie dieses Serum. Und praktisch Antikörper drin, die dem Tier dann helfen, dem Jungtier helfen, wenn Erreger eindringen, damit schnell fertig zu werden, dass es gar nicht zur Infektion kommt. Ne? Genau, das kriegen die alle am ersten Tag. Es muss am ersten Tag sein. Denn sonst ist es oft schon zu spät, wenn man es nicht am ersten Tag macht. Gut, wie sieht's denn aus? Das Problem ist, dass die in den ersten 24 Stunden, die kleben förmlich beieinander. Und das ist eine erfahrene Mutter, das will sie nicht. Jetzt helfe ich. Du bleibst mal hier hinter, weil, hinter der Tür bitte. Ich versuche, die Fohlen anzustupsen. Nicht hinfallen. Aha. Jetzt müssen wir wieder warten, bis es aufgestanden ist. So viel Aufregung, gleich am ersten Lebenstag. Komm. Hunde müde, ja. Komm. Komm, auf, auf. Siehst du, so macht man das, Ulla. Ein bisschen grober. So, Ulla, jetzt versuch's nochmal. Komm, geh zur Herde, geh zur Herde. Geh zur Herde. Jetzt ist es blöd, dass ich da nicht hinkomme. Noch hat Ulla ihr Fohlen für die Impfung nicht freigegeben. Ein australischer Kurzschnabeligel wandert durchs Unterholz. Er und zwei Kollegen sind neu im Tierpark. Wie aus seiner Heimat gewohnt, sucht er nach Futter. Ameisen und Termiten, die er dann mit seiner langen Zunge genüsslich zermalmen könnte. Doch der deutsche Speiseplan sieht anders aus. Garnelenschrot, Hundefutter, Eier, Bananen, Honig. So, dann kann es losgehen. Die Kurzschnabeligel sind ja eigentlich Termiten- und Ameisenfresser. Aber irgendwie kann man das natürlich nicht im europäischen Raum überhaupt nicht im Zoo anbieten. Dann müsste man die im Wald loslassen und wer weiß, ob die unsere Ameisen mögen würden. Also gibt es Ersatzfutter für die. Und da hat sich so eine, naja, weich-flüssige Mischung aus eben diesen Zutaten hier ziemlich gut bewährt. Das ist wissenschaftlich berechnet in der Zusammenstellung. Da kommen auch Vitamine mit rein. Und wir halten uns ganz brav da dran. Und die vertragen es sehr gut. Kochstudio mit Andrea Fleischer. Das war's schon. Neugierig schaut der Kurzschnabel mit der langen, sandigen Schnauze. Hallo Igelchen, morgen. Morgen. Na, Pfande? Alte Gräber. Hallo. Hat sich hinterm Stein versteckt. Ja, Kleider.
Die Dinger sind die Gräber vor dem Herrn, kann man dazu sagen, ja. Darf man dazu sagen, ja. Wenn die nicht irgendwas ausgraben können, ist nur Tierpflegerbeschäftigung. Ja. Die schönen großen Pflanzen, die wir vorher hatten, die haben sie alle hingekriegt. Ja, weil sie in die Töpfe gezogen sind. Das war schöne Erde, schön feucht, das fanden sie so herrlich. Und das haben die Pflanzen auf Dauer natürlich nicht ausgehalten. Schnabeligel, ja, sind eierlegende Säugetiere. Hat man vielleicht noch nicht so oft gehört. Oder Kloakentiere. Heißt, es gibt nur eine Öffnung für die Ausscheidung und die Geburt des Kindes. Oder beziehungsweise des Eis in dem Fall. Ein Kind ist es ja nicht. Nee. Die werden nicht sehr oft gehalten in Zoos. Und fast wie ein Känguru haben die zwar keinen Beutel, aber eine Hautfalte, wo man ein Ei drin rumträgt dann 14 Tage und brütet, kann man das so sagen? Kann man so eigentlich fast, naja, man brütet am Körper. Genau. Ja. Und dann schlüpft, das ist wohl so Daumennagel groß. Millimeter, ne? 12 Millimeter, ja, genau. So ungefähr. Hm. Erreichen auch ein schönes Alter wohl in Zoos, ne? Ja, 50 Jahre. Die können wir 50 Jahre werden. Mhm. Und das ist natürlich schon beachtlich, finde ich. So viele Tiere gibt es nicht. Die sind länger hier dann als wir, wenn die so alt werden. Ja, wir gehen vor ihnen rein. Hoffentlich. Dann wollen wir die Bande mal zum Essen bringen. Hallo, Essenszeit. Na, du da? Hallo. Du hast doch schon gewartet, glaube ich. Ja, dann stellen wir hier noch einen hier, sodass es auch zu sehen ist. Wa? Und den hier vorne? Und den da vorne hin, ja. Genau. Zumal der andere liegt ja da mit einer drin. Die anderen zwei sind da hinten. So, ihr Süßen, Essen. Ne, das dauert jetzt immer noch ein bisschen. Ja, sie warten, bis Ruhe einzieht. Genau, bis alles still ist. Bis Ruhe einzieht, ja. Lassen wir es in Ruhe. Guten Appetit. Bande. Freche Igelbande. Die Pflegerinnen hatten recht. Garnelenschrot, Hundefutter, Honig, Bananen, Eierbrei, à la Tierpark. Kommt gut an. Komm. Zurück zur Kiangstute Ulla, die für die Impfung von ihrem Fohlen getrennt werden soll. Ja. Aber so einfach geht es nicht. Na, so wird das nicht. Schade, macht nichts. Ich drücke von der anderen Seite. Gut. Aber 3 gegen 1, da hat Ulla am Ende keine Chance. Jetzt auch. Los. Habt ihr es? Ja. Ich denke, es ist ein Hengst. Das ist ein Hengst, ja. Ja. Ich nenne ihn Vladimir. Ja. So. Jetzt nicht zappeln und nicht treten. Schön langsam. Die sind richtig geschickt. Okay, man kann mal jetzt mal totaler Akt, diese zu überlisten. Also, aber es sind niedliche Eselchen, wie ich finde. Jetzt bringen wir sie gleich auf der Anlage. Und dann kommt die Mutter nämlich wunderbar. Mach mal mit auf. Genau. Ulla, hierher. Ulla, komm. Ulla, komm. Ulla, komm. Aber nicht wunderbar, sondern fuchsteufelswild kommt Ulla auf die Anlage gerannt. Wo ist ihr Sohn? Die war clever, wa? Da kommt er. Weg. Scheiße. Hey, ja? Spinnst du? Ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist Ulla. Ulla ist stinksauer. Im Zootierarzt passiert in der Regel weniger als im Kleintierpraktiker. Weil wir vieles auch in Narkose legen, um überhaupt dran zu kommen. Ne? Ja. So ein Kleintierpraktiker hat schon die ein oder andere Katze mal am Arm hängen. Na ja, gut, lassen wir es in Ruhe. Ne? Gut. Der Tierarzt muss weiter. Die Rotbauchmakis warten auf ihn. Und Ulla ist wieder beruhigt. Denn jetzt hat sie ihren Sohn ganz und gar für sich. Im Menschenaffenhaus des Zoos gab es gleich 2-mal Nachwuchs. 2 Mädchen, 3 und 1 Monat alt. Die Weibchen sind also vollauf mit den Babys beschäftigt.
für die Beschäftigung der Männer aus Ruben Gralke sorgen. Wir haben hier einen Kandidaten, den Santi. Der liebt diese Basketbälle. Und die Weibchen mögen die Basketbälle überhaupt nicht. Und bei Santi war es dann so, der hat seinen Lieblingsball immer mitgenommen. Drinnen, draußen, wir sind nie mehr da rangekommen, weil er immer unterwegs war mit diesem Ball. Und die Weibchen hat es irgendwie geärgert und haben dann irgendwann den hier wirklich auch kaputt gebissen bekommen. Und dann war Santi ein bisschen traurig, hat den dann auch irgendwann liegen lassen. Und jetzt haben wir hier einen neuen und schauen wir mal, wie sie den finden. Alle kommen erst mal interessiert ran. Auch die Besucher sind gespannt. Aber Begeisterung sieht anders aus. Aber wieder erwarten, hat sich ausgerechnet ein Mädchen den Ball geschnappt. Likemba, die ältere Tochter von Opala. Mutter und kleine Schwester lassen sie nicht aus den Augen. Na, die beiden anderen Weibchen machen sie vor. Die haben jeweils ein Jungtier und jetzt kümmert sie sich um den Ball. Ball statt Baby. Selbst auf der Außenanlage ist der Ball wichtiger als die Spielkameraden. Victor ist Tag und Nacht auf der Außenanlage, da im Elefantenhaus gearbeitet wird. Brav, komm her hier. Hier, komm her. Victor, komm. Die Kommandos darf er trotzdem nicht verlernen. Komm her, Dicker, keine Zwischenstation. Hier, komm her, Victor. Komm. Hier, komm her, Victor. Thema der heutigen Schulstunde: hinlegen. Victor, hier. Steh. Leckerlis, ja. Übungen, nein. Down. Victor, down. Down. Ja, so wird das nix. Ja, was machst du denn da? Jedenfalls nix mit dem Hinlegen. Ist das deine Teilnahme beim Arbeiten hier? Nein, Victor. Down. Richtig down, Victor. Victor, down. Brav, down. Hier, Victor. Hier, komm her. Der ist so ein bisschen durch den Wind. Victor. Down. Nein. Victor. Hier, komm her. Victor, hier, komm her. Brav, komm. Die restlichen Äpfel bekommt er trotzdem. Das Problem bei Victor ist, dass er eigentlich immer so eine Leck-mich-am-Arsch-Haltung hat. Und da muss man irgendwo zwischenkommen, dass er sich hinlegt. Wenn das klappt, mal schauen. Dem ist alles so vollkommen her. Ich meine, wenn man sieht, was hier an Radau im Haus oder Umgebung ist, den interessiert das nicht. Der macht sein Ding und fühlt sich, glaube ich, manchmal ein bisschen gestört, wenn wir jetzt anfangen, mit ihm Training zu machen. Manchmal, wenn die Sonne scheint, steht er lieber am Baum, wärmt sich die Plauze und will nicht arbeiten. Das ist ein bisschen störend, dass wir hier kommen. Und da müssen wir einfach den Mittelweg finden. Dafür kann Victor ganz wunderbar balancieren. Auch ohne Kommando. Buntmördermutter Martha ist mit ihrem noch immer namenlosen Kind auf der Anlage.
Oleg ist nicht dabei, denn niemand weiß genau, wie Vater auf das Kind reagiert. Vater ist draußen? Jo. Ja, wir kommen jetzt, Oleg. Wir bringen dir auch lauter schöne Sachen mit. Vater, warte, ich geh erst mal rauf. Machst du noch mal zu? Ich geh erst mal rauf. Ja. Okay. Vorsehen, Oleg. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Na, mein Süßer? Was willst du machen? Ne? Na, ich kann ja schon mal das Werkzeug da reinlegen. Der wird da ja nicht gleich mit los rein, wa? Ich leg das mal rein. Ich werde mal den Sack ein bisschen höher hängen, wa? Ja, Schwierigkeitsgrad erhöhen. Das ist immer schade, dass wir das immer nicht sehen. Nee. Mal gucken, ob er rankommt. Werden wir ja morgen sehen, ob da noch was drin ist. Ja. Bis vor wenigen Wochen war Oleg ein grantiger Geselle. Du bleibst da, ja, mein Süßer? Gut. Ja, ja. Verstecke ich dir jetzt hier drinnen schön. So, alles schön zustopfen. Gut. Siehst du, der ist schon am Sack dran? Ja. Guck mal. Aber inzwischen hat er sich schön dran gewöhnt und inzwischen freut er sich. Wir bringen ihm was Neues zum Spielen mit, ist alles interessant. Er hat Gesellschaft. Er ist diesmal doch recht lange allein, da es ja mit der Nachtzucht gut geklappt hat. Es wird auch noch eine Weile. Und da ist er glücklich über die Abwechslung, wenn wir kommen und hier sauber machen. Jetzt interessiert sich Oleg für das Arbeitszeug der Pflegerinnen. Ach, jetzt hat er die Keeper am Wickel. Was nimmt er sich denn, die Säge? Der ist sich noch nicht schlüssig. Wie weit gehen wir? Bis hier runter? Ja, das wächst ja alles wieder nach. So radikal hier. Wenn wir das wild wachsen lassen, wächst das oben durch die Gitter durch. Und das möchten wir nicht. Das findest du toll, wa, heute? Oh, überall. Ratte. Jetzt hat er sie. Dann haben wir's. Fertig, Oleg. Er ist jetzt mit Fressen beschäftigt. Hab zu tun. Oleg, der grantige Geselle, auf Besserungskurs. So, wir gehen dann wieder. Gut. Ne? Bis morgen. Kasse? Eintritt brauchen wir bestimmt nicht bezahlen. Ich zeige einfach mein T-Shirt. Der Zoo Berlin bekommt Besuch vom Tierpark Berlin. Eintrittskarte genug? Ja, ist okay. Mach's gut. Ja. So, okay. Ich gehe jetzt zum Giraffen. Müsste da sein. Ich muss da lang, aber ich kann ja auf den Plan mal gucken. Ach, hier, ja. Genau. Eindeutig weiter. Gut, den werde ich mal losmachen. Aha, der Christian wartet schon. Ja, bis nachher. Mhm. Tschüss. Tschüss. Claudia Walter ist im Giraffenhaus mit Kollege Martin Dambold verabredet. Die beiden wollen den Transport der 11 Jahre alten Netzgiraffe Kibaya vom Zoo in den Tierpark besprechen. So, hier ist jetzt das Giraffenhaus. Ach, da wartet er schon. Hallöchen, da bin ich. Na, Claudia? Ja, Martin. Martin, okay. Und jetzt. Wir haben ja telefoniert und so, ja, und jetzt guckst du mal dein neues Mitglied in der Familie. Genau, ich würde mir gerne mal die Kuh angucken und dass du mir auch mal erzählst, wie die so drauf ist. Ich habe hier schon ein paar Äpfel geschnitten. Kannst du auch einen Teil dann mitnehmen, dass du dann schon dich... Ihr füttert nur Äpfel, ja? Davon sind wir ganz im Kopf. Ja, wir machen Nachmittags, kriegen sie dann von ein paar Äpfel und dann kann man auch kontrollieren, ob da Verletzungen sind, wie die drauf sind, wie die Klauen sind und so. Aber das wirst du dann gleich kennen. So, gehen wir mal. So. Ich war ja noch nie hier. So. Okay, und ihr habt also denn im Winter am Tage kommen? Ja, am Tag haben wir den sogenannten Tagesstall. Und dann kriegen sie diesen Winter, kriegen sie hier und da Beschäftigungskisten drauf. Die kann ich auch gleich zeigen auf der Anlage. Und dann, da wo die Ringe sind, da kommen dann Äste ran, die Bommel. Ihr seid hier nur Männer, oder? Hm? Seid ihr hier nur Männer? Nee, wir haben auch eine Frau hier. Wie soll die denn das da hochschleppen? Oder kommt da noch ein Seil zu? Das machen wir. Wir sind so Gentleman-leitet, machen wir dann. Okay. Da muss die Frau nicht da hochklettern und so alles. Kibaya und ihr Sohn Mogambi schauen schon neugierig, wer zu Besuch kommt. Da hast du dein neues Mitglied in deiner Giraffenfamilie. Na, Kibi?
Ja, das ist dann deine neue Chefin, deine neue Pflegerin dann. Können wir auch hier mal raufmachen? Können wir das hier? Ja, super. Die ist sehr verschmust. Das ist schön. Und sabbert auch einen immer schön voll. Kannst du mit der schon irgendwas machen, so mit Kickertraining oder so? Dauerhaft. Mit der haben wir noch nichts gemacht. Ja. Hallo, guck mal hier. Guck mal. Oh, vorsichtig. Und die ist ein Staubsauger. Auch der 5 Jahre alte Abasi ist sehr verfressen. Er bleibt mit Mugambi im Zoo. Kibaya ist nicht reinrassig, sondern eine sogenannte Hybridgiraffe, ein Unterartenmischling, und soll keinen weiteren Nachwuchs bekommen. Eure Kuh ist jetzt inzwischen verhütet? Hat die eine Spritze bekommen? Ja, die hat eine Spritze gekriegt und soweit ich weiß, bekommst du wohl noch eine zweite. Ja. Und dann die dritte ist wohl bei euch. Die dritte ist dann bei uns, ja. Sie müsste nächste Woche eine kriegen, denn, ne? Spätestens übrigens. Komm mal hier. Nein. Komm mal hier. Innerhalb von 4 Wochen. Der Tausch ist geplant eigentlich, weil wir hier eine Bullengruppe aufmachen. Und dafür kommt dann der Max hier rüber. Unsere sind ja auch Hybriden und sollen also auch nicht mehr züchten, sind aus dem Zuchtprogramm komplett rausgenommen worden. Deswegen werden die jetzt auch verhütet. Und dann fangen wir mit einer neuen Gruppe an. Also was heißt Gruppe? Wir bekommen 9 Bullen und wir bekommen ein reinrassiges Mädchen. Und die züchten dann und die anderen können halt bis zugucken. An ihr Lebensende ja, zugucken und sich ihres Lebens erfreuen, aber werden einfach nicht mehr züchten. Auf der Anlage leben auch Wasserböcke. Mal sehen, wie Max demnächst in der neuen Männer-WG im Zoo und mit den Untermietern zurechtkommt. Wir nehmen schon an, dass es gut geht. Man muss eben Geduld haben, langsam die zusammenführen und so. Auch wie du das sagtest hier, dass Max mit den Wasserböcken, müssen wir auch das langsam anfangen. Und wenn man es langsam geht und den Tieren auch die Zeit gibt und nicht auf Holter das macht, dann glaube ich schon, dass wir es schaffen. Kibaya genießt die letzten Tage mit Mugambi und Abasi. Schön, dass du da warst. Irgendwas hast du jetzt kennengelernt. Mhm. Und dann hoffen wir mal, dass mit dem Transport alles gut klappt. Wa? Wird schon. Ach, ich denke mal, ist immer ein bisschen heikel. So ein Giraffentransport ist ja für alle Beteiligten auch neu, so viele auf einmal. Ne? Ist so. Eigentlich so ein Ringtausch. Mhm. Gut. Okay, Giraffentransport ist ja immer was Besonderes. Ja, aber das wird schon. Eben, dann kommst du mich irgendwann mal besuchen. Ja, sicher. Und du kommst bei uns und mich wieder besuchen. Ich komme mal vorbei. Mach. Gut. Tschüss. Tschüss. Die wasserscheuen Rotbauchmakis wohnen im Tierpark auf einer eigenen, im Wasser gelegenen Anlage. Der jüngste Insulaner ist der kleine Charon, 5 Monate alt. Es ist Fütterungszeit. Hallo. Was willst du? Komm mal her. Na? Hier, komm mal her. Komm mal her. Ja. Das ist doch toll. Ja, der ist schon richtig groß geworden jetzt. Sehr schön. Hängt zwar immer noch manchmal an der Mutter dran, aber ist doch schon ganz gut. Aber ganz selten nur noch. Ganz selten. Das ist das erste Mal, dass unsere Besucher praktisch so das Aufwachsen von so einem Rotbauchmaki-Jungtier mitverfolgen können. Weil bei seiner älteren Schwester, die ist auch schon hier geboren im Haus, aber da hatten wir immer ein bisschen Angst, die auf die Insel zu lassen. Weil es der erste war und dachte, ah, wenn die ins Wasser fällt, wenn da was passiert, nicht gut. Und dieses Jahr haben wir uns halt einfach mal getraut. Und ist eigentlich auch ganz gut gelaufen. Die Baumpflege übernehmen die Makis weitgehend selbst. Wenn der Salat alle ist, fressen sie Blätter. Bei den Rotbauchmakis, die unterscheiden sich ja. Die Geschlechter, die Weibchen haben ja so einen ganz hellen Bauch und die Männer eher einen dunklen. Das ist der Mann. Nun hat die aber auch einen hellen Bauch. Einen ganz hellen. Aber es ist ein Männchen. Also wir haben es letztens, haben wir das ja rausgefunden. Weil wir ihn in der Hand hatten, wir mussten ihn ja schippen. Charon mit dem untypisch hellen Bauch hat also schon seinen Ausweis. Weil das Schöne ist, dass die hier draußen auch den ganzen Baum hier abfressen. Also sich beschäftigen, selbst beschäftigen, indem sie die Blätter hier fressen. Das ist schon toll. Wir müssen halt aufpassen, wenn dann so ein Ast hier ein bisschen weiter rüber wächst oder von der Seite rüber wächst, dass sich so eine Brückensituation ergibt, da müssen wir halt nachschneiden.
Denn dann sind sie weg, dann können sie rüberspringen. Wenn die Äste geschnitten sind, brauchen die Rotbauchmakis noch nicht einmal einen Zaun. Ins Wasser gehen sie ja Gott sei Dank nicht, außer durch Zufall. Sind ja wasserscheu. Ja, wenn sie mal reinfallen, muss man gucken, dass sie schnell wieder rauskommen. Sie können eine Strecke, kleine Strecken schwimmen, aber dann saugt sich das Fell halt extrem voll. Dann gehen sie unter. Da muss man aufpassen. Kann schon mal sein, dass einer ins Wasser fällt. Der Kleine ist auch mal ins Wasser gefallen. Aber solange sie Halt finden. Was wir uns halt überlegt haben, dass wir nächstes Jahr, wenn wir Wassergraben abgelassen haben, dass wir hier eine Kante ziehen, vorne und hinten, zwischen den beiden Inseln und die Brücke hier, diesen Kanal, diese Brücke hier mit Boden auffüllen, sodass wir eine große Insel dann haben praktisch. Dann haben die Tiere halt auch noch mehr Platz zur Verfügung. Für einen Besucher ist es ja schöner, weil er keinen gestörten Blick hat. Und auch die Rotbauchmakis werden die Inselvergrößerung genießen. Na gut. Ich hoffe, dass durch mein Gewicht jetzt nicht der Baum umkippt. Michael Horn muss hoch hinauf. Er will ein Bungee-Seil für die Rothunde anbringen. Häng dich mal ran, mach mal einen Klimmzug. Also 40 Kilo sollte. Bis hierhin jetzt. Die benachbarten Töpfelhyänen gucken schon neugierig. Guck mal näher, dass es so weit wie möglich oben hängt. Die Rinderrippe bricht bis ins Nachbarrevier. Jetzt haben sie hier natürlich eine perfekte Absprunghilfe, wa? Ja. Also mal gucken. Jetzt geht's aber hier ab. Oder auch nicht. Ja, die Vorsicht ist erstmal wichtiger als das Fleisch. Mhm. Als der Hunger. Mhm. Wie schön die immer zusammenbleiben. Ja, ja. Das ist eine tolle Truppe. Das ist eine richtige Einheit jetzt geworden. Ja. Ist ja immer einer vorne weg. Ja. Und solange der noch nie sagt, okay, da könnt ihr mit ran. Schön. Mhm. Nee, du kennst die das nicht, dass da was hängt. Das ist ja alles. Ja, ja. Das können sie natürlich noch nie einordnen. Mhm. Positiver Stress. Mhm. Damit müssen sie sich erstmal auseinandersetzen. Mhm. Man sieht quasi die Fragezeichen über dem Kopf. Ne? Mhm. Was soll mir das sagen? Kommt nur, ich würde das auch sehen. Ich komme den ganzen Tag Zeit hier. Ach was. Los, Kinder. Hätte dann eine Woche nicht füttern dürfen. Naja, gestern haben sie nur einen halben Eimer Gulasch gekriegt, weil ich sie ja eingesperrt habe. Vorher haben sie zwei Tage nichts gekriegt, also Hunger müssten die eigentlich haben. Aber vielleicht stören wir hier ein bisschen, ich zumindest. Sie guckt ja immer wieder rein. Ja, ja. Die ist ja auch die mutigere von denen. Aber vielleicht hilft es ja, wenn ich jetzt verschwinde. Gut. Okay. Na dann, bis später. War mal wieder schön. Jo. Ich glaube, das wird jetzt noch eine Weile dauern. Das lass ich bleiben jetzt. Sollen sich alleine damit auseinandersetzen. Muss ich später noch mal gucken oder ein andermal. Manchmal sind eben auch Tiere überfordert. René Walter stattet Christian Möller einen Besuch bei den Przewalski-Pferden ab. Hallo Christian. Pünktlich, ne? René. Hallo. Wie verabredet. Ja, genau. Ja, wunderbar, das geklappt hat, Mensch. Ja, zum Glück regnet es nicht. Also, aber mollig sind sie schon hier, ne? Ja, die sind gut beieinander. Wir können ja gerne mal raufgehen. Dann können wir mal näher ein bisschen betrachten, weil die kommen ja auch an und fressen aus der Hand. Ich habe hier ein paar Mori und bereit gemacht, als ich zu dir gekommen bin. Und die kommen auch an und dann können wir uns die mal einzeln angucken, wenn du okay, magst. Ja. Ja? Ja, wie gesagt, pass noch ein bisschen auf mit den Hufen bei denen. Die sind manchmal ein bisschen, was sie da ausholen. Nee, weg, weg, ja alle weg. Geht mal weg, weg. Ja, wie ein Norweger hier. Weg, weg. Genau, siehst du, ja. Ja. Genau. Hm, ihr Frechdachs, kommt mal, komm.
Liter Likör? Kannst du ja fein machen. Ja. Vera, hm? Da legt die Ohren an hier. Die kleine Herde hat jegliche Scheu vor den Pflegern verloren. Packen wir mal hier ein, zwei hin. Oh. Na, Vitali. Na hier. Na. Genau, also ganz anders als bei dir. Ja, na? Also wirklich. Ja. Das stürmt. Ja. Ist die jetzt so hier? Also die drängeln ja richtig. Ja, die sind richtig aufdrängend. Boah. Geht mal weg da ein bisschen. Hier, da. Du bist ein Norweger, ne? Nicht aus dem Eimer, sag mal. Vitali, du Frechdachs. Das ist ein heller Bursche. Ja. Und hier der Vitali. Ne, der Vitali ist am verfressensten. Und wie ist mit Beißen, dass die Pflege auch mal beißt? Nee, eigentlich gar nicht. Und wie gesagt, wenn man so ein bisschen rangeht, hier die Ufe kann man mal anfassen, ja, also die Gelenke so ein bisschen. Aber hier, hier ist ja auch das klappt immer. Ordentlich ausgefranst, ne? Guck mal. Ja. Da fängt er so ein bisschen an. Also wie gesagt, da sind wir ein bisschen dran. Ja, und wenn sie eher wie rankommen, umso besser ist es ja auch. Aha. War die mal scheuer früher? Ja. Ja, aber wie gesagt, muss man auch immer wieder ein bisschen. Und das ist unsere alte Dame hier. Ja, ist doch gut. Ja, und die ist, was ich erzählt habe, dass wir da an den Hufen rankommen, wenn man Beine dann so ein bisschen hebt. Ja, das geht dann ganz gut. Und hinten auch, ja? Kann wunderbar. Man ja, da kommt man ran. Und jetzt schön. Kann man auch mal ein bisschen nach vorne. Ja. Na, siehst du das hier? Ah ja. So ein Schnitt da drin ist. Ja, jetzt stimmt. Und da kommen wir mit dem Hufen ran. Jetzt spaltet sich ja. Genau. René Walter traut sich gleich dicht daran. Jetzt schön. Mhm. Ja, das macht dann natürlich auch Spaß, ne? Ja, so, so rankommt das natürlich dann. Und haben die mal so Phasen, wo sie so richtig schön losrennen? Ja, also, und mal kriegen sie ihren Flitz. Aber wie gesagt, die haben ja auch schon mit, alle ein stolzes Alter. Die sind ja nicht mehr gut. So. Ich meine, wir so, wollen ja auch keine. Verena war ja die Jüngste, glaube ich. Deswegen ist sie auch rübergekommen zu dir. Ja. Und da hunderte von Kilometern laufen wollen die auch nicht mehr. Man genießt. Ja. Die Ohren hängen so schön. Tust also, wie gesagt, die Wander ist auch wirklich die. Was bist du jetzt hier? Ist alle. Genau. Alle. Christian, hast du noch Zeit für die Wasserschweine? Ja, können wir gerne machen. Wenn du schon mal hier bist, dann nutzen wir das mal, wa? Gut, dann macht's gut. Jutti. Bis zum nächsten Mal. Die Katzenbären ist noch nicht einmal ein Jahr alt und schon Witwe. Denn Katzenbär Quincy ist tot. Reviertierpflegerin Barbara Lechert besucht Tabea auf ihrer Abendrunde mit Kollegin Evelyn Schmidt. Die genießt die Freiheit. Oh, mit einer Träne im Knopfloch, bitte. Ja. Wir haben den ja dann zwei, dreimal behandelt und das ist ja nicht viel besser geworden. Ja. Da meinte der Doktor, jetzt müssen wir mal Narkose geben, jetzt wollen wir mal genauer nachgucken. Haben wir dann auch gleich früh gemacht am nächsten Tag. Und wir haben ins Maul geguckt, die Zähne alles locker. Oh, ja. Ganz dünne war er. Mhm. Und dann hat er Blut genommen und das auch eingeschickt und haben so festgestellt, Leber hinüber, Nieren hinüber. Das Ganze. Ja. Er ist aber noch aus der Narkose noch mal runtergeworden, hat auch gegessen. Hm. Und am nächsten Tag lag er dann tot hinten drin. Das letzte Aufbäumen. Ja. Schön gesagt, das ging dann ratzfatz, ganz schnell. Und wie gesagt, das Alter war ja irgendwie unheimlich. Ich meine, 9 ist eigentlich 9? Kein Alter, aber kann sagen, das ist schon traurig. Also 14, 15 könnte es schon werden. Ja, genau. Nun, Schnecki. Zumal wir jetzt kein Lehrmeister für junge Dame haben, sage ich jetzt mal. Die Pflegerinnen haben bereits genaue Vorstellungen von Tabeas neuem Mann. Schön wäre natürlich, wenn im gleichen Alter oder so ungefähr. Genau, das wäre schön. Das würde passen dann. Ja, genau. Aber wir können eben nicht ganz einfach hier. Nee. Wir hätten gern. Nee. Geht ja leider nicht. Das geht über entscheidet. Das Zuchtbuch, genau. Naja, aber sie wirkt nicht unglücklich, oder? Nein, gar nicht. Also. Endlich alles für mich, juhu. Sehr bewegungsfreudig, die junge Dame. Du hast das Faustdick hinter den Öhrchen, wa? Kleine Schnecke. Mhm. No. Guck da also. Ja, jetzt sind wieder auf dem Baum, wa? Ja, genau. Ich würde sagen, wir fällen den bitte. Wir fällen. Die kommt gleich rüber hier. Oh, Backe, ich glaube schon. Wir fällen die bitte noch, Wir werden ganz schnell fällen.
bevor die lustige Witwe draußen selbst nach einem neuen Partner sucht. Machen wir weiter? Ja. Wir sehen uns demnächst. Genau. Judy. Ja, tschüss. Und tschüss. Besuch bei den Wasserschweinen und ihren Nachbarn. Boah, das ist ja gemischte Anlage. Also wirklich gemischt. Hast du ja 1, 2 Arten, 3 Arten, 4 Arten. Ja, ja, es ist ganz schön voll. Der Halsbandwehrvogel kündigt den Besuch an. Gut, schön begrüßt. Das ist eine schöne Maus im Stall, wenn du die im Stall hast. Das und dann rausspürst, ey, ich bin taub. Da vibriert und trommelt. Oh, das ist unglaublich. Sie ist ja von euch. Ach so. Ja. Aha. Woher genau, weiß ich jetzt nicht, aber die kam aus dem Tierpark. Das ist nicht meine Einheit. Nee, ne? Oh, das sind ja meine Lieblinge, Wasserschweine. Oh, da sind jetzt, haben wir jetzt 5. Oh. Ja. Und von einem anderen Jungtier, was mittlerweile erst mal geworfen hat, haben wir 2. Aber muss die Mutter absperren, die beißt, ne? Also ja, ist ja. Also ja, genau. Und Philippa auch. Also der ist eigentlich sonst der Liebste überhaupt, ja? Aha. Aber bei Jungtiere anfassen, wenn die quieken, dann traue ich ihm auch nicht. Ja? Ach doch, die quietschen wie schon. Ja, oh, ist das laut. Christian, du hattest mir letztens erzählt von der Elena. Die kann man anfassen. Ja. Wo hat die sich versteckt? Die ist gar nicht mehr, leider. Ich würde sie auch noch gerne anfassen. Ja, aber Naschnute. Aber die mussten wir leider einschläfern. Oh. Eine ganz traurige Geschichte. Sehr schade. Die hatte schon längere Zeit gekränkelt. Mhm. Hatte stark abgenommen, hatte sehr Durchfall. Das hatte aber schon über längere Zeit. Waren da mit dem Tierarzt auch immer in Kontakt. Und jetzt war es zum Schluss so akut, dass ich den Tierarzt gesagt habe, wir müssen die mal hinlegen. Wir müssen gucken, ob das mit den Zähnen ist. Die frisst gar nicht mehr, da geht's gar nicht gut. Den zusammen haben wir ihn festgestellt, dass er einen Tumor hatte. Einen richtig großen, ich sag mal so ungefähr. Ja, es ist wirklich 5 Kilo gewogen. Ich hätte nie gedacht, dass man irgendwie so eine Bindung zum. Also, ich will es ja eigentlich auch nicht. Geht dir bestimmt auch bei so vielen Tieren, dass du nicht. Kann man manchmal nicht vermeiden. Ja, dass du da so eine starke Bindung aufbaust. Aber es war bei dem so. Und umso trauriger ist es wirklich bei der, dass wir da die leider verloren haben. Wasserschwein Elena war eben eine Persönlichkeit. Ja, hier drüben ist ja die Afrika-Anlage. Oh. Nur hier mit so einem Graben getrennt. Hier hast du auch Küken bei den Straußen. Genau, kleine Küken. Wir können mal gerne rumlaufen, wenn du willst. Ja. Auf den Aschbärgehege. Dann kommen die vielleicht an, wenn wir ein bisschen klappern. Siehst du mal von nahe. Ja, okay. Freilich. So, René. Will ich hier einen auflassen? Ja, kannst du auflassen. Hier kommen Kinder durch. Okay. Das ist ja alles jetzt zu hier. Aha. Assi, komm mal. Komm mal her. Voller Drachen. Das ist Kelly, die ist Liebe. Aha. Kannst du gerne mal füttern? Ist der dann doch einfach so? Naja. Muss aufpassen, dass er natürlich schnappt ein bisschen, aber ist jetzt nicht dramatisch. Schön flach machen die Hand sonst. Ach. Ja, ja, da ist ja der Drachen, ne? Hier, komm her. Voller Drachen. Aua! Du sollst die Pellets nehmen. Hier. Also du siehst, die sind nur verfressen, nur fressen wollen. Oh, die Krähen fressen wir. Du, die fressen die Pellets dann vom Boden. Oh, jetzt wollen wir masen. Ja. Gut. Darfst du hier. Bei mir darfst du haben. Aua. Ja, ja. Man muss es nur kennen, dann geht es. Ja, ja. Schon gewisse Kräfte da. Ja, ja. Muss immer vorne mit den Füßen aufpassen. Ja. Die Marcia hat mich hier schon mal getreten. Die wusste ja, dass sie faucht. Und auf einmal holt die aus und trifft mir im Bauch. Da ist so ein riesen Hämatom gehabt hier. Oh. Schön war das nicht. Nee. Also, aber du kennst ja selber. Also, wenn du als Tierpfleger 20 Jahre, 25 Jahre da unbeschädigt irgendwo durchgekommen bist, ohne Verletzung, oder? Natürlich nicht. Du warst ja nur im Büro. Genau. Dann hast du nur Planung gemacht. Dann warst du kein Tierpfleger. Das ist richtig, ja. Genau. Und warum kommen die andere Dame nicht? Weil die rangniedrig ist. Tschüss. Also, ja, die beiden sind ja von euch. Ach, das sind die Nacht. Das sind Nachzuchten von 2007 gewesen. Da seid ihr Friesfelder. Genau. Vielleicht hab mich irgendwann mal welche eingepackt mit Herolf. Ah. Vielleicht wartet das. Gut, Christian, ja, meine Frau, die wartet bestimmt bei den Giraffen. Die hat sich halt mit Kollegen beim Giraffenhaus getroffen. Die haben bestimmt nicht so viel zu tun gehabt, wie wir beide hier mitzeigen. Ich staune, dass er erzählt. Noch nicht durchgeklingelt hat. Also, mal gucken, wo sie bleibt. Ja. Also, der Rest vom Fest bleibt für die Kleinen. Da bist du ja, schöne Frau. Ja, alles erledigt. Du auch? Ja, fein. Also, hat ordentlich viel gezeigt. Ja. Also ja, wieder viel. Wasserschwein ist leider nicht mehr am Leben, was ich anfassen wollte. Das ist traurig, ja. Traurig, ja. Hätte mich eigentlich doch viel Freude. Hätte noch nie mit Wasserschwein anfassen können. Ja, genau. Okay. Ich hab Hunger. Wir gehen. Komm. Komm. Ja. Das ist
Mach's gut, war wieder schön. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Letzte Station von Barbara Lechert, die Brillenbären. Das ist das nette, kleine, süße Teil, was unser Kurator besorgt hat. Na toll. Ja, ich hoffe. Das stimmt für mich sehr handlich. Ja, na ja, da muss noch, wie, noch na was, ja. Da muss noch was vernünftig gebaut werden. Die Bären sind schon neugierig. Ein großer Akku, der das Teil hier drehen lässt. Und dann hier so mit so einer Zeiteinstellung, so einer ganz primitiven. Primitiv. Ja. Ich und Computer, das ist der Kriegsfuß schlechthin. Nicht meine. Guck die Sache an. Ich habe schon ein bisschen was zusammengemurkst hier. Ah, dann kann ich ja das vielleicht da machen. Ja. Oh, Erdnüsse. Ach, ja, und so ein Onion, so ein Zeugs hier, so ein Müsli und so was, wisst ihr? Oh. Na toll. Dann werde ich mich mal da hochbegeben. Versuch mal, die Technik zu bewegen, mal schon. Ach, und das mit meinem schlanken Körper. Nee. Also handlich ist das nicht gerade. So, gut, okay. Dann warte ich hier unten. Der Futterautomat soll die Bären dichter an die Besucherscheibe locken. Erdnussschleuder. Was für ein Futterspaß. Jetzt ist er. Guck mal. Aha. Es kommt doch wieder und bequemt sich. Oh. Na, guck mal einer an. Ja, wollten wir eigentlich nicht, ne? Also, nee. Dass wir wenigstens für ein paar Minütchen abgelenkt sind und nicht hinten rumlaufen. Der größte Teil ist jetzt auch abgesammelt und wie man sieht, sammeln sich unsere Bären jetzt wieder hinten um den Eingangsbereich. Aber so kann man sie wenigstens ab und zu mal nach vorne holen. Ja. Du wirst jetzt bestimmt umspannen und ich mach jetzt Feierabend. Was? Ja. Na, dann mach mal. Ich gehe jetzt. Gut. Tschüss. Ciao.